Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon, der Hardcore und Sorcerer Windermaster Soling Challenge mit mir und der besten Trainerin auf diesem Planeten, in diesem ganzen Universum mit Tani. Das ist noch nicht raus. Hi. Ja, wir haben ein neues Team. Ja, wir haben ein bisschen was reingenommen, zwei neue. Bei mir ist es ein richtig geiles Luxtra mit Bedroa sogar und ein Ursaring. Ich habe beide mal auf 55 dezent trainiert. Ja, bei mir Morlord und Nachtara. Luxtra kann bei mir sogar DTM Eisenschweif und Ursaring DTM, ich glaube Steinhagel oder so. Okay, alles gut, bin vorbereitet. Wenn wir hier jetzt ins Wasser gehen, sind wir noch in dem Gewässer von Alabastia. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier was encountern werde. Ich tue mein anderes Pokémon nach vorne nehmen. Ich bin auf Route 21. Oh shit, okay. Meine Liste. Ich habe keinen Kuli. Warte, Moment. Liste, hol deine Liste. Okay, bin noch Route 21, hab einen Encounter. Das ging schnell. Puh, Alter. Ein Ladybar Level 35. Wo hast du was encountert? 21. 21, okay. Ich habe auch meinen Encounter für Route 21. Es ist ein Scheiße. Nein, Scheiße. Es ist ein Tornup, du. Oh, Scheiße. Das kriege ich nicht gefangen. Ja, ich habe einen Ladybar. Das ist, geiles Team. Ja, mehr gut. Wie mache ich denn das jetzt? Wie soll ich das durchschwächen überhaupt? Ich weiß es nicht. Aufhauen? Dann ist tot. Ich hau mal drauf. Ist wieder aufgewacht? Ich habe leider nichts für Statusveränderung. Ladybar, du hältst das aus. Hat es nicht ausgehalten. Du hast jetzt echt unseren Encounter getötet. Hey, ich muss meiner Linie. Wie viel Schaden macht das? Ja, gut, ich lauf da mal weg, ne? Tschüss. Ich muss meiner Linie treu bleiben, okay? Route 21 verkackt. Okay, ich bin am ersten Trainer ganz gekonnt vorbeigesurft. Okay, 57, 35. Es war dumm. Sag nix, es war dumm, ich weiß. Ich surfe jetzt, versuche es ganz gekonnt an allen vorbeizusurfen. Hast du Schutz oder so? Wow! Ha, Trainer ausweichen. Das war sehr knapp. Easy. Boah. Gar kein Problem. Also bis jetzt bin ich sehr weit nach unten gekommen und habe noch keinen Trainer ausgelöst. Hier sind sau viele Trainer. Viele Trainer. Und ich habe bis jetzt noch das keinen Trainer. Das ist noch Route 21, glaube ich. Das zählt, glaube ich, nicht. Alles noch Route 21. Ein Vibrava. Oh, das wäre natürlich auch sehr cool gewesen. Ich glaube, ich bin schon da. Du bist schon da. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Lustox, geh weg. Das dritte Mal schon. Hallo, Vibrava again. Ja, werden wir die Zinnoberinsel jemals erreichen? Man weiß es nicht. Ja, ich bin da. Du sagst doch vor der Aufnahme zu mir, blub, bitte renn nicht vor. Ich bin da. Ja, ich habe keinen Trainer getriggert. Bin ich auch da? Hallo? Cinnabar Island. Ich habe meinen Encounter für Cinnabar Island. Im Wasser. Ach du Scheiße, ein Licky Licky ist mein Encounter für Cinnabar Island. Du hältst doch bestimmt was aus. Komm, jetzt mach ich mal Tani. Du hältst das aus. Licky Licky. Was soll ich das echt machen? Das hält es doch niemals aus. Es hält es aus, komm schon. Es ist nur ein Donnerzahn. Okay, ich hab Stab. Ah, Licky Licky. Aber Licky Licky ist tanky. Licky Licky ist tanky. Licky Licky ist tot. Nein, roter Bereich und Paralyse. Perfekt. War jetzt noch nicht die Stadt, ne? Ich habe nichts aufploppen sehen. Es ist noch nicht die Zinnoberinsel. Also ich bin in den Gewässern der Zinnoberinsel. Definitiv. Roter Bereich und paralysiert. Licky Licky. Du kommst jetzt hin. Habe ich noch Bälle? Ich habe noch Bälle. Aber ich bin bestens vorbereitet. Warte mal. Moment. Bei mir ist nichts aufgeploppt mit Zinnoberinsel. Ich könnte jetzt aber auf die Zinnoberinsel gehen. Ja, da bist du in den Gewässern der Zinnoberinsel. Da stand aber nicht. Da hast du es nicht gesehen. Ja, da ist es weg. Da ist vorbei.
Wie vorbei? Ja, ich hatte schon zig Encounter jetzt hier. Ich dachte, das kommt kurz vorm auf die Insel gehen. Ja, ist es doch. Ich bin direkt neben der Insel am Surfen. Also direkt, du könntest jetzt nach links oder rechts quasi gehen und bist auf der Insel. Nee, da geht's nicht hoch, aber ich ramm die Insel dann quasi. Also, wenn da ein freies Feld wäre, könnte ich drauf gehen. Aber ich ramm die Insel halt. Weil ich kann da nicht drauf, da ist ein Berg. Ja gut, ich bin jetzt am Strand. Jetzt weiß ich's nicht. Obwohl das ein scheiß Encounter ist. Aber, ja, keine Ahnung. Ich hatte gerade einen Metagross, jetzt weiß ich nicht, ob das da war. Ich habe nichts gesehen. Metagross? Ja, wenn das was anderes ist. Ja, wenn du es nicht gesehen hast, ich weiß es nicht. Also da musst du ja schon drauf achten. Es ist wirklich nicht aufgefallen. Ich dachte, da ploppt jetzt, ich habe drauf gewollt, dass es links oben irgendwie aufploppt. Ja, ist es ja auch. Bei mir ist Cinnabar Island, ist aufgeploppt. Ich habe nichts gesehen. Bei mir dann nichts aufploppt. Dann mach bis es halt, dann geh halt. Ja. Ja, soll ich jetzt auch wieder flüchten? Ich weiß es nicht. Da ist gerade ein Graudon vor mir. Ach du Schau, was? Ja. Ich bin gerade, ich weiß es nicht. Ich könnte, wenn ich jetzt nach rechts gehe, ja, du bist mit Sicherheit schon, also ich weiß nicht, was auf der Route, also da musst du halt selbst was achten, was auf der Route bei dir davor war und so. Das weiß ich ja alles nicht. Ein Meter groß. Im Wasser. Nee. Ach so. Ja, das war so ein Omod-Verschnitt-Ding. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich hab grad kein. Du, Sinn. Das musst du, ich weiß nicht, wo du bist, also. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass der Metacross mein Encounter gewesen wäre. Dass das schon die Insel war. Hm. Ja, gut. Also ich hätte jetzt meinen gefangen. Ja, nö, das war's. Ja, sicher? Da guck da nochmal nach, wo es war. Dann muss ich das freilassen. Na warte, naja, dann ist es ja trotzdem weg, weil ich hab's ja nicht. Ja, wenn's der Encounter war überhaupt, ich weiß es ja nicht. Dann renne ich jetzt vor dem Graudon weg. Wenn du meinst, ich weiß es ja nicht, du musst auf deinen Encounter schon achten, ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Ich surfe mal nach oben. Ich gebe jetzt keinen Namen, wenn wer es da eh freilassen muss. Lol, hier in der kleinen Ecke. Wow. Das hat eine andere Farbe, das habe ich nicht gesehen. Schon wieder? Bei Magraudon, alles da. Ja gut, also der Metacross wäre mein Encounter gewesen. Ja, da bist du vor deinem Encounter weggelaufen, oder was? Aus Versehen, ja. Geil! Licky Licky, ich lass dich ja mal frei, ne? Ah, wow. Ich bin's nämlich gerade im Pokémon Center angekommen. Das zweite wäre ein Graudon gewesen, wow. Toll. Erstmal ein Metagross weglaufen. Ich habe mich gefreut, oh cool, Metagross. Wenn das jetzt gleich als Encounter kommt, wäre geil. Ja. Ja, toll, es war mein Encounter. Super. Mhm. Finde ich gut. Ach ja, Licky Licky, was soll ich zu dir sagen? Also Licky Licky. Siehst du? Ich baue schon wieder nur Mist. Licky Licky, du warst wirklich ein starkes Teammitglied, aber es hat einfach nicht sollen sein, du bist einfach zu fett. Es ist einfach so, deine Zunge ist zu groß. Gehst du jetzt nach dem Äußeren? Du gehst jetzt wirklich nach dem Äußeren? Wirklich, ist es so weit gekommen? Lass uns nach dem Äußeren gehen. Licky Licky. Bin schockiert. Am besten, du brüllst mich jetzt direkt an, wenn du sagst, da kommt jetzt gleich eine neue Ecke. Pass auf, oder so. Keine Ahnung. Das ist jetzt schon echt schwierig. Ich bin schon wieder Zinobense verkackt. Komplett verkackt. Aber wir haben ein volles Team, ne? Wir haben ein volles Team. Ja, noch haben wir ein volles Team. Gib mir mal 5 Minuten. Dani. Wir haben ein Problem. Wieso haben wir ein Problem? Wir kommen nicht zur Arena. Natürlich, von der anderen Seite geht's nicht, von der Seite geht's. Von der anderen Seite geht's? Nee, von dieser hier geht's, deswegen sind wir hier hingekommen. Weil mein Informant sagt, von Fuxhandy City aus geht es nicht. Sondern wir müssen hier hin. Guck mal bitte bei Blau oben und versuch mal da hochzugehen. Habe ich gerade. Ich speichere an mal kurz. So. Gibt der uns das? Ja, du das weißt, dass seine Arena nicht hier auf der Zinnoberinsel ist, ne? Ja, nur. Die ist rechts irgendwo, das Ding, ja. Ne? Die Arena. Ich rede gerade mit Blau. Ja, ich auch. Boah, es ist so ewig her. Okay, naja, will nicht gegen uns kämpfen. Also müssen wir jetzt nach rechts surfen. Quasi. Ja.
Okay. Would you like surf? Yeah. Können wir denn... Hä, wieso braucht man denn hier überall? Was ist denn das? Ich hab diesen Move nicht. Ich auch nicht. Und jetzt bin ich auf Route 20, möchte ich anmerken. Okay, ich noch nicht. So, wo ist denn jetzt, wo ist denn das mit... Also müssen wir da weiter nach rechts noch weiter surfen jetzt einfach? Moment, ich muss gerade mal gucken. Wo ist nur Route 20? Ah! Jetzt bin ich auch Route 20. Okay, Route 20, mein Encounter Nidoqueen. Okay. Das ist okay. Mein Encounter könnte, für Route 20 ist... Könnte ganz böse hinten losgehen. Ein Hypno. Wie schwäche ich dich? Mit Rankenhieb? Wirst du das überleben, Nidoqueen? Du überlebst einen Rankenhieb, oder? Nidoqueen überlebt Rankenhieb, oder? Ist Nidoqueen nicht Boden? Ich Zerschneider überlebt. Ja, ein Zerschneider könnte sein, ich weiß nicht. Leider, ich muss ja irgendwie schwächen. Hat Attacke daneben, scheiße. Ich muss ihn irgendwie schwächen. Nidoqueen und Hypno, komm, das fangen wir jetzt, Tani. Ein geiles Team, komm. Naja, okay, noch einmal zu Schneider geht locker. Außer ich kritte jetzt wieder. Das Hypno boostet sich, ich hab ein Problem. Oh oh. Ich verwirre es. Okay, es ist im gelben Bereich und pennt noch. Weiter werde ich es nicht runterkriegen. Ich gehe in den Beutel. Das ist doch ein schweres Pokémon, oder? Du bist doch Nidoqueen ist? Ja, wie Nidoking ist recht schwer, würde ich sagen. Heavy Ball. Komm schon. Eins. Zwei. Und ist aufgewacht. Poison String. Nein, fangen die mit der Scheiße an. Boah, zweimal gewackelt mit einem normalen Pokéball. Es ist auf jeden Fall machbar bei mir. Wenn er sich jetzt noch ein bisschen verletzen würde. Ich setze mal einen Hyperball ein und guck mal. Ja. Also noch ist nicht so geil aus. Ich werf auch mal ran, Hyperball. Nidoqueen könnte gerade ein bisschen problematisch werden. Ja. Na, zweimal. Will noch nicht so ganz. Ich kann es nicht schwächen, ey. Oh, es boostet sich immer weiter. Zwei. Oh, zweimal gewackelt. Genau, es pennt immer noch. Sehr gut, es pennt. Nochmal ein Hyperball. Jetzt aber, komm schon. Dreimal ist es rausgekommen. Eins. Zwei. Drei. Drin. Ich hab's. Geile Scheiße. Ich bin vergiftet. Unlucky. Nidoqueen. Wie nenn ich dich? Ja, vielleicht kannst du es gleich freilassen. Nein. Du fängst es. Nö, krieg ich nicht. Geht nicht. Ich kann es ja nicht schwächen, ich kann keinen Staatsfinden draufpacken. Snapped out of confusion und es boostet sich. Ich muss jetzt eigentlich weglaufen, sonst wird es mich töten. Ja, das war's. Das war's eigentlich. Es hat jetzt schon dreimal geboostet. Ich kann es jetzt nicht mehr weiter schwächen. Ich kann es auch nicht mehr fusionieren. Das wird jetzt den Rest der Folge mindestens dauern, wenn nicht sogar drüber hinaus. Also Pyro dann diese Folge nicht mehr. Dann nenne ich Nidoqueen schon mal Bye-Bye. Als Spitzname Bye-Bye. Ursaring, stell dich mal bitte gerade dahin. Übernahme. Warte mal. Scheiße. Jetzt kommt der Zystrahl. Aber warte, ist das eine spezielle Attacke, oder? Ja, okay. Das zählt natürlich jetzt nicht. Ja, also egal, was ich machen würde, es würde definitiv sterben. Ich heile mal Rotom. Ich habe kein Gegengift mehr. Geil. Geil. Ich habe Gegengift, ich hoffe es. Ich könnte derweil nach rechts weiter surfen, wenn dort Pyro ist irgendwo. Er macht Psy-Up, ich muss gleich weglaufen. Er boostet sich bis ins Unendliche. Und Moment, Psy-Up? Hä, das macht gar nicht das? Also, es muss eigentlich einfach drin bleiben. Aber es ist halt noch im grünen Bereich und keine Statusveränderung. Das ist... Ich habe ja legendäre ohne Ende. Dreimal! Boah, es ist einfach so drin geblieben. Alter. Juhu. Ja, ich muss jetzt mal zurücksurfen, das ist jetzt klar. Hier ist, bin ich hier richtig? Oh, hier kommt ein Trainerkampf, den wir nicht entkommen können. Dani rennt schon wieder vor. Nein, ich warte hier vor dem Trainerkampf, den wir nicht entkommen können.
Also ich muss jetzt erstmal zurück, komplett, ist dir klar, ne? Wie, komplett? Ja, ich muss Vergiftung heilen, sonst stirbt Rotom. Na, du kannst doch nach links einfach ins Pokémon-Center. Ja, das heißt, ich muss ganz zurück jetzt erstmal. Ey, wieso ganz zurück? Du musst bis unten rum surfen. Ja, ich muss jetzt ganz zurück zur Sinnoh-Insel. Aber wie weit warst denn du schon? Ja, ein Stück. Achso, ne, ich war noch nicht so weit. Wie nenne ich dich denn? Peter. So, Peter das Hypno. Peter das Hypno? Peter, Peter. So. Also, das heißt für Route 21. Nee, Route 20, oder? Route 20. Also, Hypno und du hattest was? Nidoqueen. Ja, Hypno und Nidoqueen, das ja, ist doch ein das Pärchen. Cool. Ja, kann man arbeiten mit. Gut, dann, jetzt kommt ein Trainerkampf, dem wir nicht entkommen können. Ich nehme an, wir sind hier richtig. Ich kämpfe mal dagegen, ich hoffe, wir sind hier richtig. Blub, renn nicht so weit vor. Tiny ist bei Pyro. Ist gar nicht wahr, ein Pokémon hat die. Mew, na Mahlzeit. Also ich bin wieder bei Sinnoh, meinst du? Wieso habe ich denn keine? Ich hatte doch noch voll viele Gegengifte. Bitte keine Psycho-Attacke. So, bitte heile meine Pokémon. Ach, Moment. Ich war, glaube ich, gar nicht auf Status-Items heilen. Hypnese. Hältst du aus? Special? Stopp. Geht doch. Genauso will ich das sehen. Genauso will ich das sehen. Pemio ist besiegt. Eingehabt. Ja. Ach, Liki, Liki, geh bitte einfach. Wow. Ist sie das hier? Das ist die erste Höhle, die rechts kommt? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht da. Ich bin auch noch bei Zinnoberinsel. Da steht ein Schild davor. Ja, dann lest doch mal das Schild. Ich nehme an. Also ich versuche Gas zu geben und dich einzuholen. Ja. Muss bloß einen Kampf machen gegen einen Pokémon. Bis jetzt. Guck mal das Schild. Die vom Island. Ja genau, und da ist doch seine neue Arena jetzt drin. Weil die Sinnoh-Insel ist ja explodiert ja. Quasi. Ja, also nicht explodiert, aber... Naja, ist hier. Ich werde gerade einmal speichern, bevor ich hier den Kampf mache. Nicht, dass danach wieder alles zu Ende ist und ich alles neu machen muss. Mhm. Ist da drin ein Encounter? Wo, in der Zinnoberinsel? In der Seeschauminsel, wo wir jetzt sind. Ach so. Davor ist noch ein Trainer. Also ich bin gerade bei dem Trainer im Wasser. Mit ja, dem einen Pokémon, glaube ich. Vor der Arena ist noch ein Trainer. Ein Flitzerblitz. Hi. No, Voltilam. No, Voltilam. Ja, ich bin auch Elektro. Was machen wir jetzt, Kollege? Crunch? Was sagst du? Crunch? Crunch ist gut? Crunch ist gut, oder? Pedobol. Ja, easy, ne? So will ich das sehen. Gut, die konnte jetzt mal gar nichts. Und ich habe Bildfehler. Ach ja, ich wusste es. Hast du auch gut, dass ich direkt vorher gespeichert habe. Speichere jetzt hier auch mal. Wo der Seeschauminsel. Ach ja, das Spiel. Ich wusste, dass mir das Spiel keinen Kampf gönnen wird. Ich wusste es einfach. Wusstest es? So. So, einmal bitte laden. Okay, wenn man jetzt nach oben geht. Ich lade und habe einen Bildfehler. Wow, was ist das denn für eine Scheiße? Nochmal laden. Versuch's ich nochmal. Lade und habe einen Bildfehler, das hatte ich ja noch nie. Hast du im Wasser, in Nähe des Wassers gespeichert, dass das Wasser sichtbar ist quasi?
Ich habe gespeichert, als ich definitiv keinen Bildfehler hatte. Nee, es geht ums Wasser. Da ja, ich bin auf dem Wasser, logischerweise. Ja, das kann man sehen, dass sowas auftritt. Beim Wasser. Auf dem Wasser? Wieso denn? Einfach nur, weil ich auf dem Wasser bin? Was ist das denn für ein Quatsch? Weil dein Charakter sich bewegt, quasi. Das Spiel lädt und muss deine Bewegung darstellen. Ja gut, ich bin auf dem Wasser halt, ne? Und ich lade und hab keinen Fehler. What gut. The fuck? Das ist so 50-50 Chance dann halt. Okay. Ich kämpfe nochmal gegen sie. Hi! Ich, na? Auch wieder da? Ich warte hier auf dich. Die Folge ist ja gleich zu Ende. Das ist eigentlich schon zu Ende. Ja, ich versuche sie gerade nochmal schnell wegzumachen. Ah, die Musik ist immer so gut auf Pokémon. So. Bitte. So, bitte jetzt nicht wieder einen Fehler. Ich habe sie wieder besiegt. Nee, ich darf weiter schwimmen. Das finde ich gut. LOL. Hier ist ein Trainerkampf direkt. Eieiei. Ja. So, ich bin dem gerade nochmal ausgewichen, dass ich jetzt noch nicht gegen sie kämpfen muss. Dann würde ich sagen, beendest du die Folge und dann geht los. Ja, in der nächsten Folge gucken wir mal uns Pyros Arena an, was die so, ja, was die so drauf hat. Ich denke, das dürfte auf jeden Fall funktionieren. Das kriegen wir hin. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.